hat jemand gefragt, ja, soll ich jetzt die Islamisten auch lieben? Der Mensch, ja. Ich akzeptiere den Mensch voll und ganz, ein Kind Gottes, aber nicht seine Religion. Die kann ich nicht akzeptieren. Also, was wäre eigentlich mein Begehr? Dass er das Glück auch erfahren könnte, wie es mit Gott ist, die Liebe. Denn die hat der Islam nicht. Er kann den Allah nicht lieben, in dem Sinne, nur gehorchen. Trotzdem, man sollte mit ihnen, mit Andersgläubigen überhaupt nicht anfangen zu diskutieren, negativ über ihren Glauben. Ich denke immer noch an meinen Vater. Es war noch eines von den letzten, was er mir noch sagte. Rede nie gegen eine Religion, eines anderen, andere Religion als katholisch. Denn ihre Religion ist immer so viel wie ihre Mutter. Ich sage auch, die katholische Kirche wäre eigentlich meine Mutter. Und mich schmerzt es, gebe ich zu, wenn ich sehe, wie diese Mutter, hätte bald gesagt, da und dort vergewaltigt wird. Geistige Mutter, die Kirche. Wir müssen heutzutage gar nicht mehr, wie man früher musste, nach Afrika oder unzivilisierten Länder hinaus, Missionierung machen. Wir haben sie unter uns. Wir haben die Neuheiten ja überall, hier schon. Wie viele wissen noch gar nichts, was Jesus ist? Oder die Dreifaltigkeit, darüber immer gesprochen wird, das gibt es nicht, aber wenn der Islam. Es gibt nur ein Gott. Oh ja, das sagen wir ja auch. Nur ein Gott. Aber dem einen Gott sind drei Personen. Und wie der heißt, das gibt's nicht, das geht nicht. Dann sage ich eine ganze plausible Antwort. Ich sage, nehmt drei Kerzen, zündet sie an, haltet die drei Flammen zusammen und ihr habt drei Kerzen und eine Flamme. Also gibt es doch ein Gott, aber drei Personen in ihm. Der Heilige Geist, die unbekannte Person, da hatte ich schon als Kind in der Kirche, habe ich dem nachgedacht. Ich habe immer gehört, im Namen des Vaters, des Sohnes, Heiligen Geist. Und ich habe mich immer nicht, warum, geärgert darüber. Habe ich mal gesagt, sollte ich mal was sagen können, dann werde ich mal den Heiligen Geist mal hervorholen. Und gerade heutzutage brauchen wir unbedingt den Heiligen Geist. Ich sage euch, ihr solltet den Heiligen Geist heutzutage so erbitten, wie die Juden den Messias erbeten haben. Denn nur noch er kann noch was machen. Wir tun das Beste, versuchen jedenfalls das Beste, aber wir wissen auch, wir können es nicht mehr ändern. Wir arbeiten aber noch, als ob könnten wir es könnten. Aber es ist der Heilige Geist, der noch. Ich denke immer, wir hatten eigentlich das Zeitalter Gottes Vaters, das Alte Testament. Wir hatten das Zeitalter des Heiligen des Sohnes, das Neue Testament, und dabei bleibt es. Aber es muss umgewandelt werden. Und das ist das Zeitalter des Heiligen Geistes. Es ist der Heilige Geist. Damit will ich nicht den Vater schmälern oder den Sohn, sondern er ist ja der Geist des Vaters und des Sohnes. Aber so urgewaltig, dass es selber eine Person ist. Ach, man kann das nicht erklären. Wenn ich ja Gott erklären könnte, dann könnte ich mal, wenn ich mal sterbe und er mir gnädig ist, ich nach oben, kann ich mal sagen, mach mal Platz, ich möchte doch mal eine Weile regieren.
Gerade deshalb, weil ich Gott nicht durch, trotz allem, nicht durchdringen kann, erklären kann, deshalb ist er für mich so groß, so gewaltig. Deshalb ist eine Kniebeuge bei mir nicht eine Ehrfurchtsbezeugung, sondern ich liebe dich.